Warte mal, alle schreiben die ganze Zeit, Ilo, was ist denn los? Sie hat angerufen. Yo, Ilo. Fandom. Oh. Was machen wir da jetzt? Nose. Ja, schwierige Nummer, wa? Was macht man denn da jetzt? Was passiert? Mach mal Lautsprecher. Sag mal nochmal. Ja. Ich hab mein Ladekabel vergessen im Auto. Ey, die hat mir auch noch gesagt, ich tue mein Ladekabel hier hin. Ich will das auf gar keinen Fall vergessen. Sie hat's vergessen. So hast du es vergessen, oder was? Ja. Wie viel Akku hast du gerade? So 30%. Oh, da musst du sehr sparsam sein. Du hast noch einen weiten Weg vor dir bis nach Hause. Ja, was soll ich dir sagen? Also zwischen uns ist auf jeden Fall so Luftdistanz von knapp 15 Kilometern. Das ist gerade kalt, das heißt, wir müssen langsamer fahren. Ja, ja. Nein, kannst du nicht vorübergehend dir ein Kabel irgendwo bei der Tankstelle kaufen und wir schicken dir das per Post nach Hause? Ihr prankt mich gerade, gell? Was? Gell. Ilo. Ja. Du kannst an der Rezeption auffragen, ob du da aufladen kannst. Oder weißt du, was richtig krass ist? Du bist ja in Düsseldorf. Du gehst Apple Store und lädst auf halbe Stunde. Leute, Möhre, wisst ihr ganz kurz, ich will euch gar nicht stellen, aber ich habe dieses Ladekabel auf dem Weg gekauft, weil ich mein Zuhause vergessen habe und es hat 64 Euro gekostet. Tschüss. Und du hast es... Was? Ja, ich schwöre auf alles, mir habe ich es in deinem Auto vergessen. Hey, dann hol dir doch irgendein Fake-Kabel für 5 Euro. Ja, aber das war am Sonntag, ich musste Tankstelle und dann war das doch voll teuer. Walla, du musst einfach... Walla, dann geh zur nächsten Tankstelle. 30 Euro kostet das eigentlich, ne? Selbst das ist zu viel, Walla, ich hätte gehandelt. Hallo? Hast du aufgelegt? Ja, ah. Nein. Ja, was machen jetzt? Kann das nicht einer bringen? Ich hab gerade nicht gehört, ich hab schlechtes Netz, hallo? Ja, naja. Ich höre dich nicht mehr, hallo? Ihr hört mich. Hallo? Hörst du sie? Ich höre nichts. Hallo? Ich habe ganz komischen Empfang hier, ja, irgendwie heute. Ich finde das gerade gemein. Nein, guck mal, was ist denn... Bist du bei Alex? Nein, nein, ich bin gerade... Ja, ich weiß, wo, okay. Naja, brauchst du... Du bist auf laut, deswegen. Ja, ich weiß, wo die... Ach so. Ja. Die wollte gerade fast sagen, in welchem Hotel die ist, Alter. Ach, bist du gerade da bei dir in diesem Hotel? Ja. Und da gibt's keinen Laden, so links, rechts. Es ist 2030. Gegenüber. Irgendwas. Guck auf die Uhrzeit. Gar nix. Nix. Kein Laden, nix. Nix. In ganz Düsseldorf, kein Laden. Ganz Düsseldorf hat alles zu. Soll ich jetzt ganz Düsseldorf abfahren? Nein, aber du bist mitten in Düsseldorf, Janik. Kann doch nicht sein, dass alles zu hat. Boah, Walla, sogar ich kenne da einen Ort, wo du holen kannst. Ilo. Nein, ey, du brauchst nicht verzweifeln, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Mach dir keinen Kopf. Ja, bringt mir das einer. Ja, also, wir haben gesagt, wir kriegen's, wir also, zusammen. Wir schaffen das, wir schaffen du das. Du kommst Hälfte Weg und wir treffen uns auf Autobahn. Ja, ich lauf, alles gut. Wir, ja. wir müssen ein bisschen Teamwork machen, aber wir kriegen das hin. Genau. Alter. Ich ruf dich gleich an, wenn ich hier fertig bin, ja? Was heißt gleich? In 3 Stunden? Nein, Video geht noch 4 Minuten und dann... Ja, aber Hasuna und Bachi unterbrechen sich die ganze Zeit, also gefühlt kann auch 3 Stunden gehen. Warte mal, willst du jetzt, dass ich jetzt hier abbreche und jetzt komme, oder was? Nein. Also eigentlich schon, ja? Eigentlich schon. Nein. Die zählt ihre Minuten, weil ihr Handy gleich ausgeht und die allein ist und da nichts mehr zu tun hat. Das ist das Problem. Ich guck die Wand einfach auf. Hey, du hast doch noch 30%, du kannst doch noch auf Handy gucken, ein paar Minuten. Okay. Hey, Ilo. Alles gut, macht euer Ding. Und dann kannst du mich anrufen. Geh doch so lange Rezeption nachfragen. Ja, wenn ich noch so 5% habe. Ja, tamam. Nein, nein, mach keinen Sch. Am Ende. Man kann mich nicht erreichen. Ja, voilà. Dann soll ich nicht zur Rezeption gehen. Doch, aber du, jetzt. Du sollst jetzt zur Rezeption. Ach so, ja, okay. Ja, wie? Also dafür, einfach die ist zu faul dafür. Soll ich das machen? Soll ich anrufen bei dir im Hotel, ob die dir eins hochbringen? Nein, alles gut, ich mach das. Okay. Okay, ciao. Ciao.
Mein Gott. Okay, weiter geht's. Wo waren wir? Okay, ich kümmere mich jetzt um die Geschichte mit Ilo. Wo ist das Ladekabel? Hier. Wo hier? Das? Rote Ladekabel. Dafür hat die 65 Euro bezahlt. Warte, rufen, ich ruf die mal. Ey, Ilo. Ja. Ist das das hier? Ja. Ey, ich hab grad geguckt, das ist kaputt. Das funktioniert gar nicht. Was labert ihr? Ja. Ich hab's grad getestet. Ja, ich hab's gerade an eine Steckdose gemacht, das geht nicht, es lädt nicht auf. Für welche Handy ist das? Huawei? Ich kann sag doch, bei iPhone funktioniert nicht. Doch. Nein. Ihr wollt mir das einfach nur nicht bringen. Ja, das eigentlich auch nicht, ja, das stimmt. Was sagt denn die Rezeption? Tam, ich melde mich gleich bei dir auf jeden Fall. Ich muss das Ding erstmal reparieren. Ja, okay, reparieren. Tamam, bis gleich. Aber kann sein, ich muss Dings noch ein paar Kollegen rufen, die Werkzeug haben. Mann, sag doch einfach, ey, kein Bock. Ja, okay, wir haben keinen Bock. Korrekt, danke. Okay, sie hat gesagt, sag das. Okay, Chat, ich kümmere mich jetzt kurz um das Ladekabel von Ilo. Wir sehen uns morgen in alter Frische. Passt auf euch auf. So, viel Spaß. Okay. Also, was? Sie hat gesagt, sag es. Ich lasse mir Sachen nicht zweimal sagen. Walla, Ilo ist so cool, ne? Ich schwöre. Die hat so einen coolen Charakter. Ilo ist echt cool, Alter. Ehrlich. So, okay, wir sind durch. So, also, an alle, morgen 18 Uhr kommt das Video Ein Tag im Leben von Ilo. Das Video kommt morgen, ist auf jeden Fall sehr cool geworden, sehr lustig. Die Ilo hat sich auch geschminkt, selber. Die hat euch ein kleines Tutorial gegeben, wir waren Schminke einkaufen, links, rechts. Wird auf jeden Fall ein unterhaltsames Video.